Es ist 8 Tage vor Drehschluss beinahe noch ein schlimmes Unglück passiert beim Stern von Afrika. Wir haben, wie gesagt, Atelieraufnahmen gehabt mit einer nachgebauten Me 109 im Studio. Und es sollte eine Einstellung gedreht werden, in der klar wurde, dass der Marseille oder Marseilles Maschine im Luftkampf angeschossen wurde. Und dazu wollten die Einschüsse in der Frontscheibe haben. Also die Kamera wurde sozusagen über den Motor montiert im Atelier. Der Motor lief ja nicht. Und die Frontscheibe, durch die Frontscheibe hat man sozusagen von der Kamera aus mein Gesicht gesehen. Und jetzt wollten sie 3 Schüsse da rein haben in diese Plexiglasscheibe. Und das konnte man nur scharf schießen. Weil es gab keine Möglichkeit, gibt glaube ich heute noch keine Möglichkeit, in eine Scheibe 1 Schuss reinzusetzen, ohne wirklich zu schießen. Also wurde der beste Scharfschütze der Münchner Polizei geholt mit einer MP. Und der stand links von mir, außerhalb des Bildrandes. Mein Kopf groß im Bild, wie gesagt. Und der stand da, mit einer MP und 3 Schuss drin. Und diese 3 Schuss sollten in dieser Scheibe landen. 1 Meter entfernt war der. Und dann sollte ich also dann angeschossen werden, den Kopf einziehen in dem Augenblick und dann nachsteuern, weil der Gegner da also da wegtauchte und ich sollte dann hinterher setzen sozusagen. Gut. Und glücklicherweise hat der Regisseur gesagt, wir machen da erstmal eine Probe. Die Scheibe schießen wir jetzt kaputt, aber die ersetzen wir und dann werden wir mal sehen, was da passiert. So. Und ich bin ausgestiegen und habe das von der Seite aus beobachtet. Und er hat geschossen und ich hatte den Eindruck, dass da ein Splitter nach innen fliegt. Und habe das auch gesagt. Keiner hatte diesen Splitter aber gesehen. Und dann hat der Regisseur gesagt, naja, du kannst dich natürlich weigern, so eine Aufnahme zu machen. Aber der Schütze sagte dann, der von der Polizei sagte, bei einer Plexiglasscheibe fliegen alle Splitter nach außen. Da kommt nichts zurück. Also, aber wer will sich schon als junger Schauspieler weigern, dann sowas zu machen? Da habe ich gesagt, pass mal auf, Alfred. Es ist ja im Luftkampf Sprechverbot zwischen den Piloten. Und nehmen wir doch mal an, dass der Felmy sieht, dass hinter meiner Maschine ein Engländer sitzt, der mich jetzt attackieren wird und beschießen wird. Und dass der das Sprechverbot auflöst sozusagen und in sein Mikrofon reinschreit, Jochen, pass auf. Und der gefährliche Punkt bei der Me 109 war, wenn ein gegnerisches Flugzeug hinten rechts oder links kam, also so auf ihn runter kam, dann war die Spitfire nämlich schneller als die Me 109 oder von der anderen Seite. Nicht? Und da habe ich gesagt, dann setz doch einfach den Ton, Jochen, pass auf, rein in das Bild und ich gucke mich um. Und ich drehe mich nur blitzartig um und in dem Augenblick muss es krachen. Und dann kann der schießen und ich gucke mich einfach nach rechts um, zufällig, und der schießt und da sind die Schüsse da drin, nicht wahr? Wunderbar, hat er gesagt, das machen wir. Das ist genau. Also hören Sie zu, Herr Wachtmeister, Sie schießen jetzt auf das Kommando, Achtung, Jochen, pass auf, und Sie drücken ab. Und da ist der Kopf weg von dem, damit er nicht einen Splitter ins Auge kriegt. Glücklicherweise, kann ich mal sagen. Denn der Kamera läuft. Der Kameramann verschwand übrigens bei der Aufnahme. Der hat die Kamera in Betrieb genommen und hat volle Deckung genommen. Regisseur war auch auf der Seite. Da wurde ein riesen Schussfang gemacht, eine riesen Bohlenwand gebaut im Atelier, wo diese 3 Schüsse reingingen. Klar. Gut. Und der Regisseur schreit, Achtung, Jochen, pass auf, ich drehe mich rum, der drückt ab und es kracht und ich kriege einen Schlag ins Genick, als ob mir ein Freistilringer so mit der Pranke dahin haut. So, boom! Und ich gucke noch nach vorne und schaue noch dem Engländer nach und mache noch diese Bewegung, die ich machen sollte, dass der da drüber mit mich weg ist. Und ich höre, wie der Regisseur schreit.
Raus! Verschwinden Sie aus dem Atelier! Sind Sie wahnsinnig? Sie schießen mir meinen Hauptdarsteller über den Haufen! Und der schmiss also diesen Mann raus. Was war passiert? Eine dieser drei Kugeln hatte den Rahmen der Scheibe getroffen. Und die ganze Scheibe war in 10.000 Fetzen nach innen gedrallt. Da war das draufgegangen und brumm hat es gemacht. Und die ganze Scheibe, ich hätte beide Augen verloren, wenn ich nach vorne geguckt hätte.